Wir sind das Theater Bunter Bünter. Wir sind zwei Schwestern und wir machen philosophisches Trash-Theater. Wir haben ein eigenes Theater, Theaterbar Bunter Bünter in Neuenkirch. Sitting alone in your room, come hear the music play. Wir machen ja, so Theaterkabarett. Also eigentlich sagen wir machen ein philosophisches Trash-Theater. Sozusagen. Eine neue Bezeichnung. Ja. Und wir machen seit 2008, genau, machen wir zusammen Theater. Und führen auch seit 2008 unsere Theaterbar. Bitte? Ja, wie wir darauf gekommen sind. Also, wir haben eigentlich nie geplant, dass wir zusammen werden Theater machen oder einmal ein eigenes Theater haben, wo wir auch Künstler und Künstlerinnen einladen. Sondern es ist eigentlich mehr einfach alles so entstanden. Wir haben zusammen in einem kleinen Bauernhäuschen gewohnt. Und unten hat es einen Käse gehabt und ein Atelier von einer anderen Künstlerin. Und dann hat es dort in der Ecke einfach eine Bühne gehabt. Wir haben gedacht, ja, wir haben ja eigentlich ein kleines Theater, wir machen doch etwas. Und haben einfach so Übungen gemacht, wo verschiedene Leute etwas können zeigen. Und dann haben wir mit zwei Frauen dann ein Stück gemacht, das hat Variata geheissen. Und so sind wir dann plötzlich drauf gekommen, eben, wir können ja selber spielen. Und dann im Jahr 2011, nachdem uns am anderen Ort gekündigt worden ist, haben wir hier im Oberdorf Theaterbar eröffnet. Mit dem Spiel des Lebens und das war das unser das erste eigenes Stück. Gewesen. Ja, wir begrüßen euch alle ganz herzlich hier bei uns in der Theaterbar Bunter Bünter. Schön sind ihr alle da und habt ihr alle einen Platz gefunden. Auf sie wartet ein besonderer Abend, ein besonderes Theaterstück, denn auf Reisen ist uns das quasi in die Hände geflogen. Also es ist eigentlich sozusagen eine Auftragsarbeit. Viel Vergnügen! Also die Theaterbar ist für uns ein sehr wichtiger Ort. Es ist so ein bisschen wie unser Herzstück eigentlich. Auch von unserem Beruf. Also wir treten ja auch auswärts auf, aber schon hauptsächlich eigentlich da. Und das ist wunderschön. Und vor allem hier können wir auch auftreten. Da können wir auftreten, wenn wir wollen und die Leute kommen. Also wirklich, das läuft wirklich sehr gut. Und es ist einfach ein Ort, wo irgendwie wirklich sehr schöne Übungen sind. Auch nach der Vorstellung, die Leute bleiben da, sie reden miteinander. Es ist eigentlich nicht nur, also nur ein Theater, es ist wirklich so noch zu einem Begegnungsort geworden, wo wirklich die Leute, ja, es gibt auch Leute, die alleine hierher kommen und dann redet man miteinander und ja, die Leute gehen wirklich immer eigentlich zufrieden heim. Also man merkt, irgendwie sind sie auch berührt worden hier bei uns. Es ist so ein bisschen wie in einer Stube. Ja, und das Schöne ist auch, dass sich natürlich so ein Stammpublikum aufgebaut hat und wir auch mit den Leuten, die immer wieder hierher kommen, dass man die wirklich mit der Zeit kennt oder das Mami, die die Leute einchecken. Wenn jemand das zweite, das dritte Mal kommt, dann weiss sie schon, ah, sie sind doch auch schon mal da gewesen. Und das ist wirklich schön und das gibt auch so die besondere Atmosphäre da. Und schön ist auch, die Leute, die wir einladen, die dann bei uns auf der Bühne spielen, wenn die wirklich einmal da gewesen sind, sagen wirklich alle, ah, das ist so ein spezieller Ort da und es ist extrem schön bei euch zu spielen. Also wenn wir nur wieder anrufen, wir kommen sofort wieder zu euch. Und das ist wirklich sehr schön. Herzlich willkommen in Sana Totalis. Ich bin der Portier Peter und zuständig für so viel wie dich. Kannst du mich wahrnehmen? Ich höre dich. Ja. Bestens schon mal etwas. Herzlichen Glückwunsch zur Geburt. Was Geburt? Ich bin ja erst gerade bumze gestorben. Es hat mich aus der Sitzung gerissen. Ja. Der Tod ist gleichzeitig Neugeburt im Jenseits. Jedes Ende bedeutet gleichzeitig ein Neuanfang. Und jeder Anfang zieht ein Ende mit sich. Du machst grosse Augen.
Ist es nicht so, wie du dir vorgestellt hast? Ich habe mir nichts vorgestellt. Oh, ja, 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 ja. Drum das nichts. Es wird sich lichten. Ah ja, da. Konturen von einem Haus. Ja, 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 ja. Deluxe Hotel San Totalis 7 Sterne. kein Luxus Schnick Schnack. Absolute Anpassung an die Wünsche des Individuums. Phänomenales Wohlbefinden garantiert. Also, falls du das willst. Siehst du Farbe? Gräulich. Da, Büsche und Bäume. Da steht eine Frau, die Roberta. Zuckt zusammen und schaut geniert weg. Hier ist auf einem Vorplatz, da ist ein Brunnen mit Engeln, irgendetwas, hier ein Turm, eine Art Pavillon, das Känzchen. Ja, ja, je mehr du dich daran gewöhnst, dass es nicht nichts ist, umso mehr wirst du sehen und so weiter. Ah ja, da, ein roter Teppich, der Eingang vom Hotel. Ja, bitte schön. Ach. Ja, ich habe Semi gemacht und dort aber immer schon viel Theater gespielt und schon immer gespienzelt, wirklich mal mit dem Beruf. Dann habe ich 2 Jahre Schule gegeben und nachher habe ich Dimitri-Schule gemacht im Tessin. Und nachher angefangen einfach mit Theater, noch mit Improvisationstheater. Und dann hat es angefangen, eben, dass wir uns gefunden haben. Genau. Obwohl wir Schwestern sind, haben wir uns müssen finden. Das ist eigentlich schon so. Und dann hat es auch angefangen, dass ich auch selber Szenen schreiben und schlussendlich Theaterstück. Ja, es hat angefangen schon in Jugendzeit. Habe ich in Luzern, also wir beide, haben eigentlich bei Eco Rondo mitgespielt und dann später im Profil einfach Theatersport gemacht, auch lang. Und dort habe ich auch sehr viel gelernt. Das war wirklich fast wie eine Ausbildung. Und dann bin ich Kindergärtnerin geworden, also habe ich das Kindergarten-Semi gemacht und habe immer nebenzu viel Theater gespielt. Und nachher habe ich mich richtig, wie kann man sagen, in ein komisches Theater ausgebildet. Also ich habe verschiedene Klonkursschulen gemacht, zum Beispiel unter anderem eine in Spanien. Aber ich bin eigentlich eher eine Quereinsteigerin, so zu sagen. Ich habe eigentlich nicht so eine traditionelle Schauspielschule gemacht. Sie. Hallo, Sie. Entschuldigung, ich habe keine Zeit. Ich wollte nur schnell fragen, was für Zeit ist. Ich habe aber keine Zeit. Sie müssen mir nur schnell sagen, was für Zeit ist. Nein, ich habe Ihnen schon gesagt, dass ich für das keine Zeit habe. So mir schnell sagen, was für Zeit ist. Bitte stressen Sie mich nicht noch mehr. Nur schon, dass ich jetzt hier mit Ihnen rede, bringt mich 27 Sekunden in Verzug von meinem Zeitplan. Und wenn ich jetzt Ihnen noch sage, was für Zeit ist, sind wir schon bei 35 Sekunden. Das ist schon mehr als eine halbe Minute. Es tut mir leid, ich sollte eben unbedingt wissen, was für Zeit ist. Sonst weiche ich ab von meinem Zeitbudget. Ah, ein Zeitbudget? Sie machen ein Zeitbudget? Interessant. Ja, ich habe mir jetzt gerade ein Zeitbudget geleistet für 18 Minuten freie Zeit. Und jetzt weiss ich aber nicht, ob das schon durch ist oder nicht. Freie Zeit? Für das haben Sie Zeit? Ja, Sie dürfen mir Zeitbudget machen. Aber Sie verlieren ja extrem viel Zeit, wenn Sie 18 Minuten freie Zeit machen. Nein, ich gewinne Zeit. Was? Gewinne? Durch das, dass ich freie Zeit habe, merke ich erst, dass ich Zeit habe. Aha. Verstehe ich nicht, aber was machen Sie denn in dieser freien Zeit? Nichts. Bitte? Nichts. Wie bitte? Also ich glaube, bei uns ist schon noch das, dass wir halt schon seit Anfang sind wir eigentlich immer unseren Impuls gefolgt. Oder einfach das, wo wir gemerkt haben, ach komm, wir machen das. Und so sind wir irgendwie, haben wir einfach nur immer das gemacht, was wir wirklich wollen. Und ich glaube, das ist das grosse Plus, das wir haben, dass wir von dem nicht müde werden oder so, sondern ja, dass wir eigentlich immer, wir sind immer an dem am Machen, wo wir gerade im Moment wollen. Meistens, eben vor dem Computer nicht unbedingt, aber sonst im Großen und Ganzen ist es wirklich so. Und das ist wirklich sehr schön und ja, von dem haben wir auch Energie und Freude. Ja, und von der Inspiration her, also es fällt uns eigentlich nie an Inspiration. Es ist mehr, wenn wir mal vielleicht können sagen, es ist streng oder eben, dann ist es mehr so organisatorisch oder dass man wieder muss am Computer hocken, mehr diese Sachen. Aber wirklich das Kreative, dort geht uns eigentlich, glaube ich, nie der Schnuff aus.
Schöne hier in unserem Herzstück, eben, wo wir hier haben, Theaterbar, ist wirklich, dass es auch ein Familienbetrieb ist. Dass als Mami wirklich eigentlich bei jeder Aufführung ist sie da, die Leute in Empfang nehmen, einchecken. Können die Leute, die kommen, dann hinter der Bar, hat es auch immer Leute, Freunde von uns oder manchmal auch unsere Schwester oder die Brüder. Und eben unser Vater hat hier die ganze Bar gemacht und als er noch gelebt hat, auch wirklich ganz viele Sachen, schreinerisch, also Schreinersachen und so weiter alles gemacht. Und ich glaube, es ist auch das, dass es so ein Familienbetrieb ist, hat es auch so ein, ja, so ein, merkt man, dass da viel Herzblut dabei ist. Und dass das eigentlich auch das ist, was uns eigentlich auch antreibt. Unsere Mami macht wirklich sehr viel für uns hier für das Theater. Eben, sie tut nicht nur die Leute begrüßen und einchecken, wie wir so schön sagen. Sie tut auch hinter der, also die ganze Bar immer einrichten und auch aufräumen. Ja, und auch immer Einkäufe machen und alles. Und ja, das ist wirklich sehr, sie ist ein grosser Engel für uns.